Am Samstag um 14 Uhr bestreiten die Sportfreunde ihr Nachholspiel vom 21. Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen im Sportpark am Lotterkreuz. Joe, genau vor 3 Monaten sollte das Spiel eigentlich ursprünglich stattfinden. Damals trennten RWO und euch 7 Punkte. Jetzt sind es 23 Punkte geworden. Wie hat sich die Ausgangslage vor diesem Spiel geändert? Ja, hat sich natürlich komplett verändert. Für RWO geht es natürlich nicht mehr um die Meisterschaft. Hätten wir damals den Termin wahrnehmen können, hätte es ja, stände für beide sehr, sehr viel auf dem Spiel. Jetzt ist es so, dass für uns natürlich sehr viel auf dem Spiel steht. Für RWO nicht mehr so. Die können natürlich befreit aufspielen. Ich denke mal, die wollen uns natürlich schlagen. Wir haben natürlich auch in der Hinrunde natürlich nochmal was gut zu machen, haben dort verloren, auch absolut zu Recht, haben ein sehr schlechtes Spiel dort geliefert. Aber jetzt momentan sind wir gut drauf, haben natürlich eine Riesenserie gestartet und jetzt mal schauen, was uns erwarten wird. Ja, während die Oberhausener in der Hinrunde ja wirklich noch auf die Tabellenspitze schielen konnten, sind sie jetzt in der Rückrunde bislang nicht ganz so gut in Tritt gekommen, haben aber trotzdem als klares Ziel ausgegeben, dass sie auf jeden Fall den 4. Platz von der letzten Saison nochmal bestätigen wollen. Rechnet ihr mit einer offensiven Ausrichtung der Oberhausener? Ist schon immer eine sehr, sehr kompakte Truppe. Die stehen natürlich defensiv immer sehr, sehr sicher, sind schwer zu knacken. Werden uns natürlich schon, denke ich mal, versuchen, vorne zuzustellen. Nicht über das ganze Spiel, aber die werden es am Anfang auf jeden Fall versuchen. Und wir müssen dann absolut Lösungen finden. Und wir sind natürlich auf beides vorbereitet, ob die tief stehen oder ob uns anlaufen. Haben wir uns beide diese Woche schon genau darauf vorbereitet und müssen das dann nur im Spiel umsetzen. Ja, im Hinspiel, du hast es selbst schon angesprochen, gab es eben eine von den 3 Niederlagen in der laufenden Saison für euch, was ja relativ wenig ist. Ist das Hinspielergebnis dann noch eine zusätzliche Motivation oder merkst du das in der Mannschaft, dass sie eher sagen, das spielt keine Rolle und wir sind sowieso motiviert? Das spielt eigentlich keine Rolle. Also das ist, wie gesagt, haben wir uns in der Rückrunde nochmal weiterentwickelt. Und für uns ist jedes Spiel immer sehr, sehr wichtig und kommt nicht darauf an, gegen wen wir spielen. Natürlich wäre es schön, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Dann hat Oberhausen zumindest keine positive Bilanz gegen uns. Und das ist natürlich auch ein Ziel. Aber für uns geht es absolut nur um die 3 Punkte, um dann unseren Platz auch zu sichern. Ja, Oberhausen ist auswärts jetzt nicht ganz so stark. Aus 14 Spielen haben sie nur 14 Punkte geholt. Ihr hingegen seid ja ziemlich heimstark. Aus 38 Punkte habt ihr aus 15 Heimspielen geholt. Was macht euch denn so heimstark? Ja, wir spielen natürlich hier gerne zu Hause, haben ein schönes Stadion, spielen auch gerne vor unseren eigenen Zuschauern und fühlen uns hier natürlich wohl, haben natürlich einen anderen Ablauf als auswärts. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, auswärts haben wir auch uns absolut weiterentwickelt im Gegensatz zu der Hinrunde. Und woran es genau liegt, weiß ich nicht. Also zu Hause ist es immer schöner. Ja, Alex Langnitz fehlt wegen seiner 10. gelben Karte. Dennis Brock ist auch gesperrt. Bei so einem kleinen Kader, den ihr nun mal habt, wird es da ja schon eng. Sind denn ansonsten alle fit und einsatzbereit? Ja, ansonsten sind alle fit und einsatzbereit. Natürlich ist ein Bernd Rosinger noch nicht bei 100%. Aber bis jetzt, ich meine, wir haben auch in der Hinrunde oder auch in der Rückrunde immer mit Ausfällen zu kämpfen gehabt, haben die immer gut weggesteckt. Die Jungs, die dann dafür gespielt haben, haben es immer gut gemacht. Ich erinnere, gegen Düsseldorf hat ein Nico für den Giron gespielt, hat das super gemacht. Und wir haben gute Jungs auf der Bank. Ja, vielen Dank, Joe. Gerne.